Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Video. Wir zocken heute Ultraboxing VR und wie wir sehen, wir sind hier mitten in einer Boxhalle. Sieht schon cool aus, muss ich sagen, gefällt mir. Wir haben hier einen Early Access Titel und das ist wirklich Early Access, also erwartet noch nicht so viel. Aber man kann halt schauen, hat das Game jetzt Potenzial, hat es kein Potenzial. Das Menü ist noch sehr, sehr überschaubar, sage ich einfach mal. Also, gehen wir mal ganz kurz von Anfang an. Also, wir haben einen Kalibriermodus, wo wir unsere Höhe kalibrieren. So, ich mache das jetzt mal und die Höhe stimmt nicht. Ich bin ungefähr 1,81, 1,82 groß. Also, da muss noch dran gearbeitet werden. Meiner Meinung nach, dann haben wir hier einmal die letzten Matches, die wir hatten. Ich hatte letztes Match ein Unentschieden. Dann haben wir hier die, die Regeln, kann man sich hier nochmal anschauen. Und so weiter und so fort. Dann haben wir die Settings. Und die Settings geben jetzt nicht so wirklich viel her, muss man sagen. Also Boundaries sollte man definitiv einstellen, wenn man in diesem Modus hier spielt, dass man wirklich in der VR-Welt ist. Sollte man die Boundaries gut einstellen, dass man auch sieht, wo ist hier Ende vom Raum. Denn der Gegner umrundet einen auch schon mal. Es kann schon mal passieren, dass er auf einmal hier rechts neben uns ist und dann müssen wir halt auch ausweichen. Das heißt, wir müssen hier auch ein bisschen Platz haben. Es gibt aber einen Pass-Through-Modus, den zeige ich euch hier. Hier seht ihr meinen kleinen Raum. Und ja, hier sehen wir, wo wir halt spielen sollten, um nicht gegen die Wände zu hauen. Das ist schon ganz gut, aber wir spielen es einmal erstmal im normalen Modus, um euch das mal zu zeigen, wie es dann halt aussieht. Und danach können wir auch gerne mal im Pass-Through-Modus boxen, dass ihr das auch gesehen habt. Wir haben aktuell nur zwei Boxer zur Auswahl, also zwei Gegner. Der dritte kommt noch wohl. Ich denke mal, mit der Zeit kommen noch mehr, aber der ist in Vorbereitung. Und wir haben hier auch nicht viel zum Einstellen. Wir können einmal den Schwierigkeitsgrad auf Anfänger oder Normal stellen. Expert ist scheinbar noch nicht freigeschaltet oder gibt es noch nicht. Dann können wir hier sagen, ob wir normal spielen wollen, ohne technisches K.O. oder ohne Knockout auch und ohne technisches K.O. Ich spiele aber gerne normal, das lassen wir auch so. Ich hoffe, dass das hier irgendwann auch eingestellt werden kann, dass wir sagen, ja, ich möchte jetzt aber 12 Runden spielen, 120 Minuten und so weiter und so fort. Das wäre halt sehr, sehr nice. Fangen wir jetzt einmal an. Und ja, hier sehen wir das Ganze. Was mir aufgefallen ist oder was mich ein bisschen stört, dass wir keine wirklichen Verletzungen im Gesicht sehen. Aber das ist halt mit der Quest 3 so. Ist bei Street of the Fight auch ausgeschaltet. Im PC-Modus sieht man es und im Quest-Modus nicht. So, jetzt geht's los. Ich hoffe auch, dass man irgendwann auch abschalten kann, dass man diese Treffer auch sieht, dass das auch möglich ist, abzuschalten. Es ist gut, dass man dann so ein Feedback hat. Und so ein Modus, wie bei Spill of the Fight, dass der Gegner einem nicht im Rücken steht oder so, wäre schon mal ganz gut für Leute, die wenig Platz haben. Na komm. Ich versuche jetzt wieder, meine Wand im Rücken zu haben. So. Also die ducken sich auch gut weg, muss man sagen. Aber die bewegen sich ab und zu so ein bisschen komisch, finde ich. Man sieht auf jeden Fall, wenn man getroffen hat, dass der ein bisschen überrascht ist. Okay, jetzt werde ich mich aber erstmal wieder hier in die Ecke. Gut, dass die alle das Gleiche machen, ist jetzt auch nicht gerade wirklich toll. Aber wie gesagt, Early Access. So. Jetzt müssen wir nachsetzen. Komm. Ja.
Also die Bewegung, auch wenn die getroffen werden, ist nicht wirklich realistisch, muss man sagen. Habt ihr gesehen, das ist wie so ein Gummimännchen, was sich bewegt. Da muss definitiv noch dran gearbeitet werden. Versuche irgendwie durchzukommen zum Kinn. Manchmal sieht die Schulter aus, dass sie so komplett auskugelt bei dem. Ah, schade, wollte ich nachsetzen. Ach, so sieht es ganz cool aus, muss ich sagen. Die Zuschauer könnten noch ein bisschen besser sein, besser aussehen, besser animiert sein, aber ansonsten echt cool. Komm, los geht's. Und jetzt sind wir getroffen. Jetzt wollte er nachsetzen, hat man richtig gemerkt. Scheiße. Scheiße. Ladies and gentlemen, by unanimous decision, the winner is the player. The player. Hier wäre auch noch cool, wenn man sich so Namen halt aussuchen könnte in der Liste, ne? So Kunstnamen halt. So, nächster Gegner, den machen wir noch in normalen Modus. Und danach machen wir mal einen mit Pass-Through-Modus. Cool sehen die aus, die Gegner auf jeden Fall. Also ich habe auf Anfänger gespielt und da war es viel zu einfach. Boah, da merkt man schon, dass der besser ist. Also leicht ist es auf keinen Fall. Ich habe natürlich auch ein bisschen Angst, in die Vollen zu gehen wegen der Wand. Oder wenn denn. Ihr seht ja, wie oft er mich anhittet und richtig hart trifft. Schade. So, letzte Runde Pass-Through, gehen wir richtig Gas. Das ist nur Aufwärmen.
Also ausweichen tun die verdammt gut. Komm näher. Leute, ist das hart. Ich glaube, am Dienstag getestet das Spiel zum ersten Mal. Hab 40 Minuten hier trainiert und mir taten zwei Tage die Schultern, die Arme, eigentlich einfach alles weh. Also es ist schon ein verdammt gutes Workout, muss man sagen. So, ich stelle mich in die Ecke hier. Uppercut wäre nicht schlecht, oder? Aber wie kommt man an den ran? Ich habe das Gefühl, dass ich bei Thrill of the Fight besser treffen kann. Und dass er sich so heftig bewegt, ist halt sehr unrealistisch. Okay, jetzt muss man erstmal blocken ein bisschen. Mist. Jawohl. Komm, komm näher. Das wirklich im Boxring spielen wäre geil. Ladies and gentlemen, by unanimous decision, unrealistisch, zu schnell. The winner is Satoshi Dragon Master. Ja, jetzt gibt's einmal Pass-Through-Modus. So, Leute, los geht's. One, two, three, oh four, five.
Hat er Glück gehabt. Mich gerade gerettet. Verzweiflungskämpfe hier oder Schläge. Ladies and gentlemen, by unanimous decision. Der hat gewonnen. Winner is Satoshi Dragon Master. Ganz, ganz klar. Oh. Ich habe ein bisschen ein Problem mit dem Boden. Ihr seht ja, wie er gerade weggeht. Hatte ich die ganze Zeit, aber. Also, echt cooles Game, hat Potenzial. Aber aktuell gefällt es mir noch nicht so, dass ich sage, es ist definitiv besser als Thrill of the Fight. Ich finde bei Thrill of the Fight diese Mechanik besser, wenn ich treffe. Ich habe ein besseres Feedback irgendwie bei Thrill of the Fight. Die Bewegungen von den Gegnern gefallen mir gar nicht. Das ist so wie eine Gummifigur, die sich so im Wind bewegt. Und das muss noch ganz, ganz klar verbessert werden. Aber wie gesagt, wir sind hier ein Early Access-Titel. Es hat Potenzial, definitiv. Aber es muss noch einiges passieren. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Wenn ein großes Update kommt, werde ich nochmal ein Game machen hier und ein Video. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Hier wird wahrscheinlich auch mal die Trainingsstation, wo wir trainieren können. Und ich bin gespannt, was noch in Zukunft passiert hier. Ach, ich bin natürlich ein bisschen außer Puste. Aber auf jeden Fall, Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Aktuell gehen solche Spiele wieder. Also mein Rücken fühlt sich ganz gut an. Ich habe immer mal wieder Probleme, dass mal hinten zwickt oder so. Aber ansonsten ist alles in Ordnung. Ich werde noch eine Reha absolvieren. Aber
Nichtsdestotrotz, ich will mich mit Sport fit halten und versuche immer jetzt wieder ein bisschen mehr Sport zu machen. VR-Sport ist da natürlich auch super für. Und solange ich merke, es tut mir gut, mache ich da auch weiter. Wenn ich merke, oh, diese Bewegungen sind jetzt gerade nicht gut für meinen Rücken, dann werde ich das auch erstmal sein lassen. Aber ansonsten werde ich auch weitermachen. Gerne eure Meinung zu dem Titel in die Kommentare damit. Lasst gerne ein Like da, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt. Gerne Abo-Button drücken. Und ja, Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.